Oh, ich kann sogar in die First-Person-View. Ich weiß gar nicht, wie man nach hinten gucken kann. Hallo, hey, Marlet. Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Ja. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Überfallen? Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Die Banditen werden keinen Ärger mehr machen. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Gut, zu dem Lobert rushen wir jetzt auch mal, weil wir haben ja... Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Wow, what? Ich glaube, hier kommt ein Wolf, ne? Ja. Dann hauen wir auch nochmal um. Aber nochmal ein PS, bisschen Free XP absahnen. Okay, ich krieg halt kein XP dafür, geil. Wir haben einfach kein Est. Aber wir haben 160 Gold, das ist echt, wow. Das ist echt sau viel, wie ich finde, für den Anfang. Und deswegen könnten wir uns... Ach, nee, ich sag doch nichts. Hi, Lobert. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Warum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Für die Bauern. Für die Bauern. Ona, dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Ich brauch vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Was kostet die Scheiße denn? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Marlet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 60 Goldstücke. Ist mir noch zu teuer. Ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. Ein bisschen Arbeit. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. Hast du gerade schon mal gesagt, Alter. Wenn du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Ja, okay, dann lass mich da bitte auch mal los jetzt hier. Zack. Machen wir. Machst du nix. So, ist das ein bisschen Scheißarbeit, aber die kostet im Moment 60 Gold. Weiß nicht, wie viel die sonst kostet, aber wir haben ja schon die Banditen hier weggebatcht. Wir könnten uns die locker leisten, aber ich finde, am Anfang muss man dem Geld ein bisschen sparsam sein. Von daher, meine Arbeit ist es halt nicht, die ein bisschen aufheben, weißt du? Und dafür ordentlich Gold zu sparen. Weil wir müssen sowieso, weil der wird uns gleich zu seiner Frau schicken, dass wir der noch helfen sollen. Und da müssen wir sowieso noch zum Händler was erledigen. Den Anfang kenne ich halt schon ein bisschen, aber später wird es dann eher blind. Zack, zack. Und die letzten hier. Ups. Ups. Pflück. 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 Aber ich speichere gerade nochmal, weil... Bei Wolfgang weiß ich nie, da stürzt es auch ganz gerne mal ab. Müssten jetzt mittlerweile in der dritten Folge sein. Je nachdem, wie ich schneide.
Wow. So, Lobart. Hier hast du deine Rüben. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Danke. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Alter, was ein Scheiß. Entweder du kriegst 5 Gold oder 10 Gold Rabatt. Was ein Spatz das ist. Natürlich nehme den Rabatt. Ich hab's manchmal mit Artikeln, ey. Hey, you. Ja. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass Klar. du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Gut, und dann direkt zum Händler. Der müsste hier unten irgendwo rum eliminieren. Warte, ich glaube, hier habe ich auch noch eine Quest, irgendein Bauer. Was ist der hier? Vino? Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Ich hatte mal. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Wie spricht er denn? Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobart erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Der ist doch heil, der Typ, Alter. Hier hast du deinen Scheiß Wein. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Okay. Perfekt. Dann kriegen wir diese Landarbeiter-Scheiße richtig günstig. Da haben wir schon ein richtig gutes Kapital. So hier, genau hier chillt der Händler auch. Hallo, Händler, Spruchrolle. Gut, speichern. Jetzt müsst ihr einfach mal 2 Spielstunden speichern. Kanter. Oh, Lauflieder. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt. Habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Ja, Kollege. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Da ist doch ein Haken dran. Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir. Jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung?
Klar. Klo. Klar. Immer her mit dem Wisch. Hier. Sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch. Denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Gut, dann hol ich noch schnell die Pfanne jetzt. Such dir was aus. Hier. Pfanne nehmen wir. Ich muss weiter. Von mir aus. Von mir aus. Perfekt, weil jetzt haben wir nämlich schon mal den Schein und können in die Stadt kommen. Das ist richtig gut. Zack. Ich hätte natürlich auch mit der Kleidung reingehen können. Aber da habe ich auf jeden Fall noch was, was Wichtiges zu announcen. Denn ich habe so ein paar Tricks. Ich habe es an den Anfang jetzt oft genug gespielt, um zu wissen, wie die Scheiße läuft. Und wir geben jetzt erstmal hier die Pfanne ab. Dann haben wir der geholfen. Dann haben wir, glaube ich, die günstigste Möglichkeit, die Scheiße jetzt zu kriegen. Hey, you. Und hier. Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Jo. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Ja. Bist ein guter Kerl. Danke. Nice.